Hey, heute geht es wie versprochen darum, die Seifenschale zu gießen. Alles, was wir dazu brauchen, ist einmal unser Kreativbeton, der Designbeton Express Ultrafein. Für den habe ich mich heute entschieden, damit wir die Schale relativ schnell ausformen können. Nach ungefähr 30 Minuten sollte diese bereits hart sein. Ein bisschen Wasser logischerweise zum Anrühren. Eine Waage, die in Gramm funktioniert, damit wir das Mischungsverhältnis richtig treffen. Einen kleinen Becher, einen Spatel zum Umrühren, ein paar Handschuhe, die Form logischerweise und wer mag, ein bisschen Farbe. Wie versprochen färben wir den Beton heute mal ein. Das ist schon alles, was wir dazu brauchen. Bevor ich den Beton mische, vielleicht noch eine kleine Sache zum Mischungsverhältnis. 10 Gramm Beton brauchen 1,8 Milliliter Wasser. Ihr habt aber auch, wer nicht so stark im Rechnen ist oder keinen Taschenrechner benutzen möchte, hier einfach eine Angabe. Ich denke mal, dass ich um die 500 Gramm heute brauche und dafür brauche ich 90 Milliliter Wasser. Bevor wir mit dem Beton allerdings arbeiten, kurzer Sicherheitshinweis, zieht euch Handschuhe an. In dem Moment, wo der Beton mit Wasser in Verbindung kommt, wird er alkalisch. Das ist nicht gut für eure Haut. Im trockenen Zustand oder in der Pulverform ist er allerdings nachher total unbedenklich. Und heute habe ich mich für die Farbe Grün entschieden. Ich will nur ein ganz leichtes Grün haben, damit das Grau auch noch zur Geltung kommt. Also maximal 1 bis 2 Tropfen hiervon. Ihr könnt dazu jegliche Pigmente nehmen, die ihr habt. Ob Seifenfarbe, ob andere Pigmente für andere Farben, Vollabtönfarbe, was ihr wollt. Ihr erkennt, dass der Beton gut vermischt ist. Wenn ihr eine gleichmäßige Masse habt, die keine Körner mehr enthält. Nach 20 Minuten bis 25 Minuten, je nach Raumtemperatur, ist der Beton bereits ausgehärtet. Und in der nächsten Episode wiederholen wir unser Seifengießen vom letzten Mal, weil euch die Farbe, genauso wie mir, nicht so gut gefallen hat.